Ich weiß, ihr kennt dieses Lied. Als ich heute nach Leipzig fuhr, über die Autobahn, den vertrauten Weg um Berlin herum, da kam ich vorbei an dem Ort, wo mein Freund Peter Huchel gelebt hat. Ein Dichter, der nicht viele, aber wunderbare, die schönsten Gedichte geschrieben hat. Und der verbittert und isoliert und traurig krepiert ist, nachdem er schon jahrelang hier in seinem Haus gesessen hatte, geächtet, diffamiert, beleidigt und dann nach dem Westen geriet, wo er auch in der Ecke saß und unglücklich war. Für ihn schrieb ich damals dieses Lied Ermutigung. Und die meisten, die heute dieses Lied singen, und ich weiß ja, dieses Lied wurde viel und immer wieder gesungen in den Gefängnissen der DDR. Es ist ja gut geeignet, wenn man in der Zelle sitzt, dieses Lied. Es wurde in den Kirchen gesungen. Ich glaube, es ist sogar schon zum Kirchenlied heraufgestiegen. Das freut mich doch. Ich bin zwar kein Christ, aber das habe ich längst begriffen. Es ist vollkommen egal, woran ein Mensch glaubt. Wichtig ist, dass er glaubt. Du lass dich nicht verhärten in dieser harten Zeit. Die allzu hart sind, brechen, die allzu spitzen stechen und brechen ab sogleich, und brechen ab sogleich. Du lass dich nicht verbittern in dieser bitteren Zeit. Die Herrschenden erzittern, sitzt du es hinter Gittern, doch nicht vor deinem Leid, doch nicht vor deinem Leid. Du lass dich nicht erschrecken in dieser Schreckenszeit, das wollen sie doch bezwecken, dass wir die Waffen strecken, schon vor dem großen Streit, schon vor dem großen Streit. Du lass dich nicht verbrauchen, gebrauche deine Zeit. Du kannst nicht untertauchen, du brauchst uns und wir brauchen grad deine Heiterkeit. Gerade deine Heiterkeit. Wir wollen es nicht verschweigen in dieser Schweigezeit. Das Grün bricht aus den Zweigen, wir wollen das allen zeigen, dann wissen sie Bescheid, dann wissen sie Bescheid.